Das Programm Modellvorhaben der Raumordnung MORO ist seit 25 Jahren ein wichtiges Handlungsinstrument der Bundesraumordnung. Durch MORO ermöglicht der Bund Regionen und Kommunen deutschlandweit, wichtige Impulse für eine nachhaltige Raumentwicklung zu setzen. Die Bundesraumordnung, die zurzeit im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat angesiedelt ist, gibt finanzielle Zuwendungen an regionale Akteure, die für die räumliche Entwicklung zuständig sind. Die Akteure erproben vor Ort Lösungsansätze für aktuelle und zukünftige Herausforderungen. Das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung initiiert und begleitet die MORO und sorgt für den Ergebnistransfer. Die thematische Bandbreite reicht von der öffentlichen Daseinsvorsorge und Anpassung an den Klimawandel bis hin zu interkommunalen wie internationalen Kooperationen. Ein zentrales Merkmal von MORO ist die enge und praxisorientierte Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wissenschaft. Von den modellhaften Lösungsansätzen der einzelnen Vorhaben profitiert die Regionalentwicklung in hohem Maße. Das Besondere an dem Modellvorhaben der Raumordnung ist, dass wir seit 25 Jahren die Regionen dabei unterstützen, Innovationen in der Praxis zu erproben. Wir unterstützen mit Geld, mit wissenschaftlichem Know-how, mit der Auswertung der Ergebnisse nachher, sodass die Ergebnisse dann auch für andere Regionen zur Verfügung stehen. Und ganz wichtig natürlich auch mit Personal. Wir haben im Grunde zu sehr vielen Themen Lösungsvorschläge entwickelt, die wir jetzt haben, die wir ausrollen können und den Regionen dabei helfen können, bestehende Probleme zu lösen, aber eben auch Herausforderungen zu meistern, die die Zukunft bringt. Wir haben wirklich querschnittsorientiert Regionalplanung mit den sektoral orientierten Fachplanungen am runden Tisch gesessen und gemeinsam an solchen Konzeptionen entwickelt. Da war MORO ganz wesentlich. Das hat Impulse gesetzt bis hin zum zentralen Gesundheitshaus in Woldeck. Es hat Impulse gesetzt für die einzelnen Fachplanungen bezüglich zum Beispiel Erreichbarkeit von öffentlicher Infrastruktur, von Schulen, von Krankenhäusern, von Ärzten. MORO macht Mut. MORO hat uns Mut gemacht. Wir wurden auf der einen Seite fachlich unterstützt mit den methodischen Grundbausteinen. Auf der anderen Seite gab es aber auch die Möglichkeit, praktisch auszuprobieren. Es gab ein Zusammenspiel aus Fachplanung und Kommunalpolitik. Die saßen von Anfang an mit am Tisch, haben die Prozesse mit abgestimmt. Und am Ende kam dann raus, dass wir in unseren 8 Handlungsfeldern über 50 Handlungsempfehlungen erarbeitet haben, die dann auch im Kreistag beschlossen wurden. MORO ist ein gutes Vehikel, um Themen an die Politik zu transportieren. Mit den MORO-Projekten ist ja Geld verbunden. Das heißt, man kann für einen begrenzten Zeitraum auch Personalkapazitäten einsetzen. MORO hat überzeugt, sonst hätten wir die Förderung nicht bekommen. Und bis heute gibt es hier ein Team, das heißt Stadt-Land, und kümmert sich um das Thema Stadt-Land in besonderer Weise. MORO ganz entscheidend für das Ausleben dieser und Ausprobieren dieser Kreativität. Das könnte man im normalen Arbeitsleben in der Routine nicht machen. Und dafür haben wir MORO immer genutzt, was Neues zu entwickeln, auszuprobieren, im Zweifel auch zu scheitern. MORO ist für uns eine ganz wichtige Unterstützung des Bundes bei der Bewältigung und Beantwortung wichtiger Zukunftsthemen, die wir normalerweise so in unserer Alltagsarbeit nicht erledigen können. Und insofern ist das ein sehr wichtiger Katalysator, um sich brennenden Fragen der Raumordnung auch anzunehmen. Unterm Strich waren wir nachher mit MORO in der Lage, aufzuzeigen für alle relevanten Handlungsebenen, was denn getan werden kann, um der wichtigen Aufgabe, Anpassung an den Klimawandel gerecht zu werden. Der Gedanke, Akteure zusammenzubringen, bundesweit den Austausch zu unterstützen, ist außerordentlich hilfreich. Ich würde sagen, wenn es MORO nicht seit 25 Jahren gäbe, wäre es höchste Zeit, das zu erfinden. 25 Jahre MORO bedeutet auch eine Erfolgsgeschichte. Toll, dass es so ein Modellvorhaben gibt, dass wir das machen durften, auch schon mehrfach. Diese Formate hätten wir mit dem Übermut und der Kreativität ohne MORO nicht ausprobieren können. 25 Jahre MORO Erfolgsgeschichte verträgt aus meiner Sicht weitere 25 Jahre MORO. MORO war für uns ein Gewinn. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Und für das, was wir mit MORO zusammen erleben durften, gefördert bekommen haben, herzlichen Dank.